Hallo ihr Lieben, ihr seht mich heute mal ein bisschen größer als sonst, weil ich ja kein Spiel laufen habe. Wenn ich da rüber gucke, wo ich ständig rüber gucke, dann gucke ich auf den Open Broadcaster, was der so treibt. Ich wollte euch was dazu sagen, wie ich in nächster Zeit eigentlich vorhabe aufzunehmen. Das hängt natürlich davon ab, ob mein blöder Husten jetzt endlich mal ganz weggeht. Ich glaube, er ist weitestgehend weg. Ich nehme jetzt hier auch so hustenstillende Tropfen am Abend und so. Da habe ich die Packung gerade nicht rumliegen für den Tag so anderes Zeug, dass ich besser abhusten kann. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt so ziemlich bald ganz im Lot bin wieder. Und wenn das soweit ist, dann möchte ich eigentlich mindestens 4 Folgen Final Fantasy XIV Realm Reborn in der Woche bringen. Davon 2 Stück am Wochenende, also eine Samstag, eine Sonntag und 2 Stück unter der Woche. Damit es halbwegs gleichmäßig wird, würde ich dafür dann Dienstag und Donnerstag anpeilen. Ich werde diese Infofolge hier gleich noch hochladen. Also heute ist Donnerstag und ich will die gleich noch hochladen, dass ihr heute noch erfahrt, dass heute keine Folge mehr kommt, weil ich gestern nicht aufnehmen konnte und vorgestern noch am Husten war, wie blöde. Ich meine, jetzt habe ich immer noch ein bisschen Frosch im Hals und so, aber ich hoffe, dass es heute geht, weil ich meine, die letzten Tage Arbeit, da konnte ich ja auch quasseln ohne Ende und hatte keinen Husten. Deswegen hoffe ich mal, dass es klappt. Ich werde mal schauen, wie ich das hinbekomme. Also weniger Folgen möchte ich auf keinen Fall bringen, weil ich mir denke, dass ich es dann auch lassen kann. Also wenn irgendwie 2 oder 3 Folgen in der Woche kommen, dann bringt das ja auch alles nicht so viel. Dann hat man ja keinen Fortschritt. Deswegen die 4 Folgen sind eigentlich echt mein Minimum. Ich will aber mal schauen, ob ich vielleicht schaffe, mehr zu bringen. Also ich würde es auf jeden Fall gleichmäßig lassen, am Wochenende mal 2 Folgen. Wenn ich es dann schaffe, mal 5 Folgen aufzunehmen oder so, dann halt Montag, Mittwoch, Freitag und ja, mal schauen. Also 4, 5 Folgen peile ich eigentlich an. Vielleicht habe ich ja, also Spaß habe ich total dran. Ich wollte gerade sagen, vielleicht habe ich ja so viel Spaß und so viel Zeit. Spaß habe ich sowieso. Wie gesagt, das liegt bei mir immer leider eher an der Zeit, weil ich will auch noch ein bisschen privat zocken und so. Habe ja auch eine Gilde, mit der man ja auch was erreichen will. Und dafür kann man ja nicht immer nur mit dem Kleinen spielen. Aber wenn ich es schaffe, dann würde ich sogar nicht mal abgeneigt sein, vielleicht täglich was zu bringen. Aber da glaube ich noch nicht dran. Also erstmal peile ich echt die 4, 5 Folgen an, sodass ihr das schon mal wisst. Zweitens wollte ich euch unbedingt mitteilen, ich habe mir einen kleinen Zettel geschrieben, damit ich nichts vergesse, wollte ich euch unbedingt mitteilen, dass ich mit euch als Zuschauer gerne in Kontakt bleiben möchte. Also ich will, ich weiß, ich habe nicht viele Zuschauer. Aber mit denen möchte ich ganz gern auch einen Dialog ab und zu führen. Also jetzt nicht im Sinne von, ich möchte mit euch telefonieren oder so. Aber ich möchte schon, dass wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, zum Beispiel irgendein Projekt, das ihr gerne bei mir sehen würdet. Ich meine, klar, ich kann nicht 2 Projekte nebenbei laufen lassen, dann würde ich eins vernachlässigen. Aber vielleicht, dass ich einfach mal mir vielleicht ein Bild von einem Spiel machen soll oder so, das ihr total toll findet und das jetzt nicht besonders teuer ist oder dass ich es sogar auf dem Rechner habe. Ich habe einige Spiele auf dem Rechner, die ich noch nie gespielt habe. Dann sagt das, wenn ihr Anregungen zu meinen Videos habt, dann sagt das. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann sagt das. Wenn ich es ändern kann und es mir selbst nicht in die Quere kommt, sage ich mal, also dass ich irgendwas ändern soll, was einfach nicht zu mir passt oder so, sondern wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt, der euch vielleicht ein bisschen stört, was ich vielleicht abstellen kann und tatsächlich ändern kann, dann sagt es und dann kann ich das vielleicht auch umsetzen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die jetzt nicht irgendwie intim oder peinlich oder anstößig sind oder so, sondern einfach nur ganz normale Fragen, keine Ahnung, was trägst du am liebsten im Haus an den Füßen oder so, keine Ahnung, irgendwie Quatsch, weil euch das einfällt und weil es euch einfach interessiert. Oder auch was zum Spiel oder falls ihr irgendwas nicht verstanden habt oder fragt. Ihr könnt mir eine PN schreiben, ihr könnt mir einfach in die Kommentare schreiben, wenn es halt zu der Folge ist, passt es ja dann meistens ganz gut. Da braucht ihr euch jetzt echt nicht irgendwie zurückhalten, weil ich möchte, wie gesagt, ganz gern auch euch vielleicht ein bisschen kennenlernen und so weiter und so fort. Und ich darf nicht so viel am Tisch rumwackeln, sonst wackelt die Kamera. Ich nehme jetzt die Arme hoch. So. Nee, aber ich möchte einfach nicht. Ich meine, deswegen habe ich ja die Facecam, weil ich einfach ja das nicht mag, wenn es so extrem unpersönlich ist. Also ich bin irgendwie nicht so der total unpersönliche Mensch. Und ich glaube, bei den 3 Zuschauern, die ich habe, kann ich das halt auch lässig machen. Damit mache ich mich da nicht tot oder so. Wenn ich jetzt ein Gronkh wäre mit, keine Ahnung, oder auch schon nur ein Amras mit
50, 60.000, ich weiß gar nicht, Abonnenten. Das ist natürlich ein bisschen krass, der dann 1.000 Zuschauer hat und so. Das geht natürlich nicht, dann glaube ich. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auch Vorschläge einfach raus damit. Und zu guter Letzt wollte ich euch fragen, was ihr von Livestreams halten würdet. Ich habe noch nie einen Livestream selbst gemacht. Ich war ja schon in einigen dabei. ja, das würde mich einfach mal interessieren, ob ihr da Bock drauf hättet, was für eine Tages Zeit euch da ganz recht wäre, was für ein Tag euch recht wäre. Mittwochs habe ich eigentlich nie Zeit, das sage ich gleich. Und unter der Woche natürlich nur abends. Joa. Aber vielleicht auch eher am Wochenende und ob ich dann auch Final Fantasy zocken sollte oder irgendwas anderes. Oder ja, einfach raus mit euren Vorschlägen, mit euren Ideen in die Kommentare. Ich würde mich echt freuen. Ja, das war's erstmal. Ihr wisst, was mir so durch den Kopf geht. Ihr wisst, was ich vorhabe für einen Uploadplan. Ich werde jetzt mich gleich dran machen und noch eine Folge für morgen aufnehmen, weil wenn ich heute schon keine bringen kann oder konnte, dann möchte ich wenigstens morgen eine bringen. Ich hoffe auch, dass mein Husten sich weiterhin. Ich habe mich ja jetzt schon gleich mit Bonzen am Tisch ausgerüstet und ich habe Trinken da und ich habe hustenstillende Tropfen genommen und ich hoffe, dass ich jetzt eine Folge gleich gut durchstehe und die sollte dann morgen auch schon kommen. Ich fuchtel die ganze Zeit mit meinem Zettel rum. Yay! Die sollte dann morgen auch schon kommen und dann kann ich morgen in Ruhe fürs Wochenende aufnehmen und ja. Ja, das war's. Ich wollte es auch gar nicht so lang gestalten. Es ist jetzt knapp 7 Minuten lang, wenn ich abmoderiert habe. Das reicht auf jeden Fall. Ja. Haltet mich auf dem Laufenden über das, was ihr denkt, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, was ihr haben möchtet, was ihr. Ja, gebt mir auch gern immer einen Daumen hoch oder einen Daumen runter zu den Videos, damit ich wirklich mag, was ihr weiß, was ihr mögt. Wenn ihr was nicht mögt, also wenn ihr einen Daumen runter gebt, dann bitte, bitte, bitte sagt mir, was ihr nicht mögt, dass ich es vielleicht ändern kann, weil. Ich bin keine YouTuberin, die jetzt anfangen will, die Großen zu fragen, hey, was sollte ich bei Let's Plays beachten oder so? Ich will einfach mein Ding machen und ich will dabei auf euch hören und ich will einfach das machen, was euch gefällt, soweit es in einem Rahmen ist, dass ich trotzdem ich selbst bleibe und immer noch mache, was ich mag, sozusagen. Ja, deswegen tut euch keinen Zwang an und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Es kommt, wenn ich jetzt nicht wieder in total, obwohl ich muss es ja sowieso aufnehmen, sonst verpasst ihr was. Aber es kommt morgen eine Folge, wenn nicht irgendwie mein Internet stirbt. Ja, so ist es. Also dann habt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder bei der nächsten Folge Final Fantasy XIV Realm Reborn. Also bis dahin, ciao Leute. Wo ist der Aufnahmestopp? Da. Ciao.